bereits 8 Uhr und die Parkplätze sind schon alle voll belegt hier. Es ist verdammt viel los dieses Jahr. Ich würde sagen, viel mehr als letztes Jahr. Während das Feld in die Einführungsrunde geht, bleibt ein Truck stehen. Bei solch einer Situation gibt es in der Rennleitung schweißnasse Hände. Das Ding muss weg und zwar sofort. Wenn das geschlossene Feld zurückkommt, wird aus dem Havaristen Kleinholz. 6 Tonnen wollen erst einmal bewegt werden. Im Hatzenbachbogen dröhnen schon die Motoren. Geschafft. Zum ersten Mal springt die Startampel auf grün. Wie eine mittelschwere Panzerbrigade durchpflügt das Starterfeld die erste Kurve. Spätestens jetzt haben alle Feldmäuse ihre Erdlöcher verbarrikadiert. Der Volvo-Pilot Richard Walker ist von Anfang an der dominierende Mann. Während die Strecke die ersten Ausfälle meldet, hat das Mittelfeld die Diesel-Nebelkerzen gezündet, worauf die Schweden Hansen und Overbrink einen Ausflug in die Botanik wagen. In Topform präsentierte sich der Engländer Dick Walker am Nürburgring. Lediglich der Tschechoslowake František Wojtěšek und Axel Hegmann konnten dem englischen Volvo-Piloten das Wasser reichen. Während es an der Spitze nicht viel zu kämpfen gab, traten sich die Verfolger vor die Schienbeine. Und Heather Bailey machte mit ihrem Cargo, dem Scania des Holländers Sandbergen, Druck. Die Bilder zeigen, dass die Trucks mit sehr viel Präzision gefahren werden wollen. Noch hat die Engländerin keine Lücke gefunden, den Holländer zu überlisten. Mindestens 5.500 Kilogramm müssen sie auf die Waage bringen. In diesem Rennen gibt es wenigstens 4-5 Favoriten. Entsprechend geht es zur Sache. Eine besondere Kampfart entwickeln diese beiden im Castrol-S. Das sogenannte Kotflügelhakeln, direkt abgeleitet vom Fingerhakeln. Der Österreicher Lackner und der Finne Korkea Solo verlieren dabei nicht nur wertvolle Plätze, sondern auch ebensolche Fahrzeugteile. Das wird sich wohl nicht durchsetzen. Nicht mit Hakeln, sondern mit Haken und Ösen versucht die Spitzengruppe, Plätze zu halten und zu gewinnen. Die Truppe hat es in sich. Der Finne Jocke Kallio auf Sisu, Kurt Göransson auf Volvo, Hans-Georg von der Marwitz auf MAN und der Brite George Allen auf Volvo halten bei jeder sich bietenden Gelegenheit rein, als gäbe es kein Morgen mehr. Wenn sie erst mal 30 Kilo mehr auf die Waage bringt. Ach ja, fast hätten wir es vergessen, da waren ja noch unsere Trucker. Und da ist wie in jedem Jahr der Pirelli Truck Cup. Eine spezielle Meisterschaft, in der alle Klassen gemeinsam am Start sind und dennoch einzeln gewertet werden. Die nächsten Bilder zeigen einmal die ganze Gewalt und die ganze Schönheit des Truck Racings, während die Feedwarmers ihren neuen Song präsentieren. 1, 2, 1, 2, 3. Noch ein paar Stunden, ich glaube, es wird schon gehen. Oh yeah. Endlich kommt der erste Hund, ich biege ab. Beim Parkplatz ist vorbei. Ich treffe ein paar Freunde vom letzten Jahr, rufe ihnen zu, sei hier wieder mit dabei. Mit dabei, mein Truck auf dem Nürburgring und Country Music Live.
nicht allein. Die Eifel ruft mich nicht zu ihm, zum Feiern, Tanzen und zum Fröhlich sein. Oh yeah. Come on, go. Viele gute Freunde sind schon da, sie sind gut drauf, ist der Teufel los. We're riding action, country show, on Trucker League.